Willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer neuen Episode von Alan Wake 2 mit mir und Saga Anderson. Immer noch ein sehr fancy Name. So, ich habe mich jetzt hier unten noch echt noch mal ein bisschen umgesehen, aber konnte nichts herausfinden und ich weiß, warum mein Bild auch so matschig war. Als ich HDR eingestellt habe, hat er keine HDR-Einstellung vorgenommen im Spiel selber, sondern hat das in Windows eingeschaltet. Da ich aber nur 400 Nits habe auf meinem Bildschirm, sieht es halt so ein bisschen matschig aus, das Bild. Deswegen hat mir die ganze Zeit so wenig Kontrast und jetzt muss ich die Helligkeit nochmal ein bisschen umstellen. Dieses Let's Play gestaltet sich doch etwas mehr als, ja. Wie soll ich es nennen? Mehr schlecht als recht. Läuft's hier. Aber hey. Kriegen wir alles irgendwie hin. Du kannst schnell Wände ausfüllen, indem du zweimal hintereinander S drückst. Ah, okay. Interessant. Ein Wolf. Wow. Er fürchtet das Licht nicht. Muss ich den Wolf jetzt wirklich erschießen? Ist anscheinend ein Wesen der Dunkelheit. Mist. Ist zu schnell. Oh, hat mich umgerannt. Verdammt. Sogar die Tiere verwandeln sich in Monster. Ja, das tun sie. Aber ich habe trotzdem irgendwie so richtig schwammigen Kontrast. Ich weiß nicht warum. Dabei habe ich HDR überhaupt nicht eingestellt. Und jetzt irgendwie. Helligkeitskalibrierung. Ja, es ist immer noch so eingestellt, wie ich es eingestellt habe. Es ist so strange. Das Spiel ist sowas von strange. Was, wie gesagt, was Performance angeht und irgendwie Farben und alles Mögliche. Keine Ahnung. Wirkt das hier alles wieder so super blass und die Framerate geht komplett in den Keller. Dürfte sich gleich wieder stabilisieren, aber trotzdem. Es ist irgendwie schon ein bisschen weird. Okay, tut sie nicht. Hallo? Ja, okay, dann halt nicht, ne? Ist das jetzt dein Ernst? Bla bla bla, Menü. Ist das Ananas? Okay, komm. Ich gehe raus ins Menü und lade das nochmal. Das ist ja echt nicht zum Aushalten. So, weiter geht's. Ich gehe nochmal zur Hütte. Da wollte ich eigentlich hin. Um nochmal zu speichern. Hier ist ja unser Safe Space. Jetzt müssen wir auf dem Weg zurück zum Auto. Gehen nach Bright Falls zurück. Untersuche den vorigen gefluteten Bereich. Hab ich ja. Also ich habe nichts mehr gefunden. Ich weiß nicht, was ich da noch untersuchen soll. Keine Ahnung. Also ich konnte da nichts finden. Außer die Kiste natürlich. Aber die Kiste habe ich ja schon geöffnet. Hexenschild. Übergang. Genau, und dieser beflutete Bereich war ja hier, da unten. Konnte man so lang gehen? Echt? Ah, nee, Moment. Hier war, glaube ich, zu. Könnte nochmal kurz zurückgehen, Flussufer. Ja, der Bereich ist halt dunkel, da komme ich irgendwie nicht hin. Ist wahrscheinlich noch nicht zugänglich. Oder vielleicht bleibt es auch so, keine Ahnung. Ich drück nur auf die Karte und die Framerate kackt komplett ab.
Ja, wenn es so weitergeht, muss ich die Grafik-Settings noch weiter reduzieren, weil das kriegst du ja echt nicht in den Kopf rein. Warum werden die Texturen so lange geladen, um einfach nur die Map aufzurufen? Das ist doch kein Plan. I don't get it. Ach, Sekunde mal. Hier war ja auch ein überfluteter Bereich. Das hier stand ja auch unter Wasser, ne? Hier so. Boah, die Musik ist so großartig. Hier sind auch wieder Pfeile, die nur sichtbar sind, wenn man mit der Taschenlampe drauf. Ansonsten sieht man die. Ja, doch, man sieht sie. In Alan Wakes, im ersten Alan Wake sind die halt so aufgetaucht, so ein bisschen. Ja, fast quasi aus dem Nichts. Eine weitere Manuskriptseite? Jawohl, ja. Zurück im Witch's Ladle richtete Saga die Taschenlampe auf die seltsame Substanz. Dieselbe Substanz, die Nightingale im Leichenhaus hinterlassen hatte. Darunter war etwas versteckt. Sie versuchte mit Mühe, etwas zu erkennen. Das Gegenteil von Sonnenflecken in ihren Augen, noch schwärzer als schwarz. Plötzlich eine Veränderung. Das Licht reagierte auf die Substanz. Eine Rückkopplungsschleife, es wanderte in ihren Arm hinauf. Saga drückte die Taschenlampe zusammen, willens, dass sie die dunkle Materie durchdringt, sie wegzubringen. Also irgendwas in den Arm gekrochen ist hier noch nicht, aber naja. Ich hoffe mal, das bleibt so. Hier folgen wir mal den Pfeilen. Ich glaube, diesen Bereich hatte ich nicht untersucht. Ich glaube, das ist es dann auch final gewesen. Den optional. Guck mal gerade, wo ich bin. Ja, dann kommen wir hier. Genau, dann kommen wir hier in den anderen Bereich, der überflutet war. Ich folge aber trotzdem mal den Pfeilen. Hier. Was ist da? Schlüssel. Flussufer. Versteckschlüssel. Aber was ist mit diesen Schlüsseln? Gegenstände. Flussufer Versteckschlüssel. Schlüssel zum Kultversteck am Fluss am Cauldron Lake. Wo hatten die denn ein Versteck? Kann mich nicht erinnern. Müssen wir nochmal gucken, wohin dieser Schlüssel passt. Ja, noch was. Da könnte ich in den neuen Bereich gehen. Ist der zugänglich? Flussufer. Ach so. Hieß es nicht Flussuferversteck? Achso, das ist ein Bereich der Karte, den haben wir noch nicht aufgedeckt. Haha. Seht das hier auch? Witchfinder Station, Flussufer. Private Hütte. Ah ja, okay, damit können wir wahrscheinlich jetzt mit dem Schlüssel diese Hütte hier öffnen. Okay, cool. Gucken wir uns nochmal in diesem Bereich hier ein bisschen um. Da steht etwas geschrieben. Ein Gedicht? Oder ein Rätsel? Erinnert mich an die Kinderreime, die ich Logan damals vorgelesen habe. Ein Vogel für das Licht, zwei für die Dunkelheit. Drei Vögel, wenn ein Kampf ausbricht. Vier für eine Schlacht, fünf Vögel für die Wunden, sechs für die Geschundenen, sieben fürs Ende, was auch immer es ist. Was? Ein Vogel für das Licht. Da muss was hin. Sicherung. Nightingales Herz. Ich glaube nicht, dass das hier Anwendung findet. Dennoch verstehe ich es nicht. Kinderreime. Kinderzeichnung. Eine Wäscheklammerpuppe. Das perfekte skurrile Souvenir für Logan.
Ja, die Puppe kommt wahrscheinlich da irgendwo drauf. So, jetzt wollte ich nochmal Richtung Hütte gehen. Und dann sehen wir uns natürlich noch um am See. Dort geht's zur Hütte. Ja. Da können wir noch Ressourcen sammeln. Oh, ein Vorhängeschloss. Schlüssel zur Abkürzung? Nee. Halskette? Nee, Quatsch. Nö, kann ich nicht öffnen. Können wir uns gleich noch angucken. Ist auch verschlossen. Relevanter Ort. Ah, ich muss da sogar lang. Damit ich zur Hütte komme. Andererseits kann ich auch hier so hoch. Bin ich hier richtig? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier, da müsste eigentlich ein kleiner Pfad hinführen zur Hütte. Oder ist das hier keine Hütte? Ups. Ah, hier. Oh, wieder Generatorspielchen, jawohl, ja. Gab's im Alan Wake 1 auch. Da musste man dreimal einen Knopf drücken, während das rotiert hat. Und dann konnte man den Generator anschmeißen, um halt ja, eine Lichtquelle noch zu erzeugen. Da ist noch einer dieser Reime. Ist das der gleiche? Nee. Eine Krähenmutter hockte im Nest hernieder, wachte über ihre Jungen mit ihrem Gefieder. Sie schützte ihr Heim vor allem Getier, das eindringen könnten in ihr Revier. Und eines Recken wird es brauchen, sollte je ein Wolf im Nest auftauchen. Strange. Eine weitere Figur? Ne, ist ein abgerissen, halb verspeister Apfel. Ey, die ist ja gar nicht verschlossen. Das dürfte eine Manuskriptseite sein, jawohl. Ja, speichern. Gäste, Miriam und Matt, danke für die wunderbare Wanderung. Patty, bin extra aus New York hier angereist und das war jede Minute wert. Laurie und Bob. Diese Pfade waren schon mal im besseren Zustand. Kev, tolle Aussicht hier. Mr. Lockhart, wie wäre es mit ein paar mehr Rastplätzen auf dem Weg? Verhaltensregeln beim Campen. Von ihrem freundlichen Ranger. Erlaubt. Wandern und die Natur genießen. Zelt aufstellen, ein leckeres Essen genießen, entspannt. Nicht erlaubt. Bäume abpacken, Müll zurücklassen, Lärm verursachen und stören. Einen Waldbrand verursachen. Und denken Sie daran, immer Spaß zu haben. Oh ja, ich hab Spaß. Aber gut, ich glaube, er ist hier nicht. Hm. Dann ist es nicht besagte Hütte. Dann würde ich vermuten, dass es höchstwahrscheinlich... Ach, guck mal, hier wird auch auf der Karte markiert. Behälter. Behälter. Dann würde es wahrscheinlich Sinn machen, dass der Schlüssel wahrscheinlich hier... Witchfinder Station, dass das vielleicht der Schlüssel dazu passt. Wir gehen nochmal zurück. Wir gucken uns mal die Witchfinder Station an. Hier hoch. Ich habe gerade gedacht, da drin hat was geleuchtet. Werde ich auch schon paranoid.
weitere Manuskriptseite. Die Folge haben wir noch gar nicht gelesen. Die Tatorte. Ein Übergang des dunklen Ortes brachte einen Anstoß aus beiden Richtungen, um sich zu manifestieren. Die Realität in unserer Welt wird durch wiederholte, an einem Ort gebundene dunkle Überlieferungen zerfressen. Und einen Kontrapunkt, ein Kunstwerk, eine Horrorerzählung, die in die Tiefen des dunklen Ortes entstanden ist und meine Verbindung zur Geschichte auf der anderen Seite herstellt, um durch den geschwächten Schleier zu gelangen. Eine Geschichte über einen Gesetzeshüter, dem das Herz aus der Brust geschnitten wurde. Zwei korrupte Männer, die durch ihre eigenen verdrehte Ehrgeiz getötet wurden. Eine verfolgte alte Frau, die in einer Badewanne ertrunken ist. Verdrehte Reflexionen auf der anderen Seite des Spiegels. Bögen, die durch die Realität stechen. Die Verstärkung des Einflusses des dunklen Ortes. Diese Elemente wirken zusammen und bilden ein Rinnsal, das zu einem Sturzbach wurde, ein Wurmloch, ein Vortex. Und die Kunst, die Landkarte wurde zum Albtraumgebiet, in dem der dunkle Ort in unsere Realität eindrang, eine Decke über sie legte, wo sie sich überlappten und die Realität wie einen schlechten Traum in eine Schleife verwandelte, die alles und jeden in ihrem dunklen Gebilde des Horrors umgestaltete. Der Kult des Baumes. Kinder in Bright Falls sind alle mit Geschichten über den Kult des Baumes aufgewachsen. Wilde Verrückte, die in den Wäldern leben. Satanisten, die wir machen in der Nacht. Was? Wir wachen in der Nacht. Wir wachen in der Nacht sangen, während sie im Wald Blutopfer brachten. Oder von nicht ganz menschlichen Wesen, die in der Dunkelheit lauerten. Es gab viele Versionen der Geschichte, aber sie alle hatten ein wichtiges Element gemeinsam: Gefahr im Dunkeln in den Wäldern. Irgendwo zwischen all den urbanen Legenden lag eine geheime Wahrheit. Die wahre Identität der Kultisten, die sich in den Wäldern herumtrieben. Echte Gesichter verbargen sich hinter den Masken. Echte Hände hielten die Messer. Echte Menschen, die ein düsteres Ziel verfolgten. Der Wald war nicht sicher. Die Menschen hatten recht, wenn sie ihre Kinder von den Bäumen fernhielten. Ich habe noch Informationen gefunden zu den Fällen. Hier, Kinderreime ist neu. Zack. So. Gruselige Puppen, geheimnisvolle Reime. Auch nicht merkwürdiger als alles andere hier. Ja, ist ganz normal. So, Reime vom Cauldron Lake. Denken, Saga. Denk doch. Seltsame Puppen. Habe ich eine gefunden. Für mich sieht es eher nach einer Eule aus. Einmal von Bright Falls. Was sind das für Dinger? Wer war das? Was ist das für ein Aufbau? Warum so Stativ? Warum das Stativ? Ein Experiment vielleicht? I don't know. Okay, hier draußen haben wir das jetzt alles hier abgegrast. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was hier vorne ist. Ich glaube, in der Folge schaffen wir wahrscheinlich nicht, nach Bright Falls zu kommen. Da hier noch so viel Gedöns rumliegt. Noch eine. Ein mutiger Held verließ sein Haus und zog nun in die Welt hinaus. Doch aus den Wäldern kroch der Isegrim. Nur Böses hatte er im Sinn. Und alles, was er fand im Haus, fraß gierig schlingend er dann auf. Als der Held zurück einst kam von seinem Liebchen, blieb nur ein Arm. Krähenpuppe. Das hat nichts mit einer Krähe zu tun. Das war aber, glaube ich, bei einem anderen Gedicht. Ich glaube, mir fehlen einfach noch Sachen, die ich da drauflegen kann. Ich weiß halt nicht, was da hinkommt. Die Tür ist auch offen. Wo ist denn dieser Schlüssel? Flussufer-Versteckschlüssel. Oder ist der Schlüssel natürlich für die Boxen? Das könnte natürlich auch sein, die an den Pfeilern waren. Heilung.
Gott, Passwort. Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß auch nicht ganz genau, in welcher Zeit das spielt. Es heißt nur, dass es 13 Jahre später sind. Aber in welcher Zeitperiode das hier spielt, keine Ahnung. Ich hätte grob getippt, vielleicht 90er. Okay, in dieser Hütte ist rein gar nichts. Außer, dass ich nicht weiß, was für ein Passwort ich da brauche. Ist es dunkler geworden? Aber nee, die Sonne ist immer noch am Untergehen. Die wird ja nicht untergehen. Ich glaube mir jetzt nicht, dass es auf einmal plötzlich Nacht ist. Das ist so komplett. Vielleicht kriege ich das Passwort raus, wenn ich dieses Rätsel löse. Das könnte vielleicht sein. Aber sicher bin ich mir nicht, was das angeht. So, nochmal auf die Karte geguckt. Thunder Station. Verwandter Ort. Hier. Schraubenzieher. Was ist das für ein Schraubenzieher? Oder ist ein Schraubenzieher drin? Oder liegt da einer? Hab ich ihn übersehen? So könnte ich einen Schraubenzieher gebrauchen? Ich weiß es nicht. Ich meine, es besteht wahrscheinlich nochmal die Möglichkeit, dass man hier wieder zum Cauldron Lake zurückkehren kann, um noch ein paar Sachen zu lösen oder so. So, bin ich hier richtig? Ja, Schraubenzieher. Ach, hierfür brauche ich einen Schraubenzieher, oder was? Also, hier, Flussufer-Versteckschlüssel. Nee, geht nicht. Ah. Apropos Flussufer. Ist hier das Flussufer? Aber wo ist das Flussufer-Versteck? Also, mit was mache ich... Also, wofür ist der Schlüssel da? Ich meine, hier ist noch ein Behälter. Ups. Ich war noch im Gedankenraum. Hier der Behälter. Vielleicht ist der Schlüssel dafür gedacht. Auch nicht. Doof. War kein Versteck. Vielleicht muss ich zum Flussufer, vielleicht muss ich hier noch was mir anschauen. Ich guck nochmal. Flussufer Versteckschlüssel. Schlüssel zum Kultversteck am Fluss, am Cauldron Lake. Zwei. Ah, hier. Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück. Was heißen die Zahlen denn da? Aha. Stein, Stein, Baum. Sechs plus zwei. Stein, Stein, Baum. Denn hier? Das ist ein Grund, warum das so wabert? Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Ah, hier. 2 plus 3. Stein, Steinbaum. Plus 3. Noch irgendwo ein Stein? Ne, hier noch lang. Frag mich halt, wofür der Schlüssel ist. Ich will, dass der irgendeinen Sinn hat. Hier ist noch was. Bin ich denn jetzt gerade? Bin ich schon fast schon wieder beim Witch's Hut. Aber hier ist wieder so ein komisches Ding. Aber das kann ich so öffnen. Aber da ist nichts drin.
Kann ich das abschießen? Kann es abschießen, aber es bringt nur nichts. Hätte ja sein können. Noch eine dieser Lunchboxen. Ah, eine Secret Lunchbox. Ich blickte auf das wogende Wasser hinab. Das Mondlicht tanzte über jede einzelne kleine Welle. Ein schimmerndes, tanzendes Band aus Licht. Allein und frierend umarmte ich mich und seufzte. Ich dachte an ihn. Dann beruhigte sich die Oberfläche des Sees. Wie ein Gespenst war er da. Sein Gesicht, das mich anlächelte, spiegelte sich im Wasser. Ich sah auf, wagte nicht zu glauben, dass es wahr war. Aber das war es. Er war da, meine Liebe, mein Retter, mein Schreiber. Und weitere Manuskriptfragmente, Waffenverbesserung. Ich habe 15, ja. Bootflinte. Außer Gefecht verursacht erhöhten Schaden bei Feinden, die betäubt, geblendet oder niedergeschlagen wurden. Was mit der Knarre? Die Magazingröße. Ziele, 2 Kopfschüsse schnell in Abfolge, um den Feind für längere Zeit zu betäuben. Autofeuermodus zu aktivieren, dies erhöht die Feuerrate drastisch. Uff. Das hätte ich eigentlich gerne, deswegen spare ich mir noch ein bisschen Manuskriptzeiten zusammen. Obwohl ich jetzt schon ein Upgrade mir leisten könnte, aber so, nein, nein. Aber wo ist dieses Versteck hier im Fluss? Ich check's immer noch nicht. Folge dem Fluss. Und dann kommst du nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann gucken wir nochmal, ob wir jetzt noch die Kiste öffnen können. Die hier vorne war. Steinsteinbaum. Kleinsteinbaum. Ach so. Hier. Jetzt muss ich mir trotzdem noch mal ein bisschen was aufschreiben. So, da haben wir stehen. 7 minus 2. So. Minus 2 gleich 5. Oh. Schwindelgefühl. Was? Kommst du her? Kann die auch mit einer Leuchtfackel kontern? Aua. Tschüss. Ich wollte doch nur die Kiste öffnen. Frechheit. Ups. Ich glaube, ich sollte mich mal verarzten. Ich krieg Munition wieder, das ist nett. Oder was ist das? Batterien. Häppchen. So, was war? 7 minus 2. 5. Da war 6 plus 2. Plus 2. 8. Dann war hier plus 3. Was plus 3? Da fehlt noch eine Zahl. Plus 3. 3 plus 3. 3 plus 3, das ist nicht. So. Einsteinbaum, alles klar. Was war nochmal der Baum? Bauen wir die 8. 8 gleich wiederum Baum. Nein.
Würde ja bedeuten, Baum, die letzte Ziffer, also die 8. Oh, nein. Wieder ist es die 6 oder die 5? Ja, dann so. Gut. Gehörst du zu uns oder zu ihnen? Ich gehöre zu ihnen. Zu denen da. Yeah. Alright. Wir sind schon bei 31 Minuten. Wir machen jetzt hier Schluss an der Stelle. Ich werde mich jetzt nochmal kurz hier hochbegeben zum Safe Haven und dann mache ich persönlich auch erstmal Schluss mit Alan Wake für heute. Aber es geht natürlich in der nächsten Folge wieder weiter mit Saga und mir. Und dann werden wir nochmal gucken, wohin dieser Schlüssel gehört. Wir werden nochmal zum Flussufer gehen. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg zurück. Die Kinderreime zu lösen macht, glaube ich, aktuell noch keinen Sinn, weil mir, glaube ich, die Items dafür fehlen, wenn man die auf die einzelnen Positionen dieser Kreidezeichnung legen muss. Und da ich noch nicht so viel in meinem Inventar habe, was ich nutzen kann, und es auch irgendwie keinen Sinn machen würde, jetzt ein Herz oder eine Sicherung hinzulegen, würde ich sagen, kommen wir vielleicht später wieder. Ich glaube, das wird möglich sein, denke ich jetzt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Alan Wake 2. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.